Hallo zusammen aus dem Rathaus hier in Oberolm. Letzte Woche waren wir ja in der alten Schule, weil die Post hier gearbeitet hat. Aber jetzt kann ich hier aus dem Ratssaal, der ist im Dachgeschoss des Rathauses, euch ein weiteres Stück aus dem Buch Anna, hallo, Mr. Gott, hier ist Anna, vorlesen. Aber zuvor noch zwei, drei kleine Hinweise. Das wackelt hier auch ein bisschen, kein Problem. Es gibt halt immer noch Leute, die zu zweit, zu dritt, zu vier, zu fünf, auch Kinder und Jugendliche durch die Gegend laufen. Ja, ich weiß, das ist schwer im Moment wegen des schönen Wetters, zu Hause zu bleiben. Da fällt einem die Decke auf den Kopf und den ganzen Tag Fernsehen schauen wollen wir ja auch nicht. Aber es wäre schon cool, wenn ihr es versucht oder gerade die jungen Menschen es versuchen, hinzukriegen, dass nur noch zwei maximal Menschen durch die Gegend laufen. Denn es ist schon gut, dass wir diese Ansteckungszahlen reduziert haben, aber es muss einfach weitergehen und wir müssen durchhalten. Vor allem nächste Woche, wenn die Ferien da sind und die Ostertage kommen, wird es ganz schwierig. So, da ihr ja eingeschaltet habt oder zuguckt und zuschaut, um ein Buch zu hören und ein bisschen was über Anna zu erfahren, will ich auch mein Gesicht mal ein bisschen rausnehmen und schaue mal aus dem Fenster hier vom Rathaus. Und da seht ihr gleich, wenn ich weg bin, auch ein bisschen Landschaft. Hinter mir ist, ihr kennt es vielleicht so ein bisschen, weil da jetzt gerade auch so eine Rauchwolke ist, da wird gerade wahrscheinlich ein alter Baumbestand verbrannt, der aus der Erde entfernt wurde. Ihr seht da hinten den Lohwald, das ist der Wald über der Autobahn hinten, wenn man dann rausschaut Richtung Ebersheim. Und dort waren oder sind auch noch Trinkwasserquellen für Oberolm. Und 1900 rum, 1905, wurde eine Trinkwasserleitung gebaut, die dann bis zur Pizzeria Portobello ging, also da unten, wer schon mal da unten war, hat vielleicht ein Häuschen gesehen, was eingezäunt ist, so ein Backsteinhäuschen. Dort war dann eine Pumpstation. Bis dahin ging diese Leitung, die Wasserleitung in 1905 und dann wurde das Wasser hoch nach Oberolm gepumpt. Nur mal so als kleine Nebeninformation. Wir hören jetzt Anna. Anna ist ein junges Mädchen, um noch mal kurz zu erzählen, was bisher war, was von zu Hause ausgebüxt ist und dann den Finn getroffen hat, der die Anna aufgenommen hat. Das waren so die ersten Kapitel. Und von der Familie, die Finn hat, also von seiner Mutter, aufgenommen wurde. Und jetzt gibt es ein paar Geschichten, wo Anna mit Finn dem Leben begegnet. Kapitel 4. Mr. Gott ist kein Problem. Wochenlang versuchten wir herauszukriegen, wo Anna eigentlich herkam. Wir fragten lieb. Wir fragten raffiniert. Wir behaupteten, alles zu wissen. Es nützte nichts. Sie schwieg und machte ein Gesicht, als sei sie geradewegs vom Himmel gefallen. Jedenfalls glaubte ich das. Stan war natürlich auch wieder mal viel sachlicher und lehnte derlei Vermutungen ab. Das Einzige, was wir sicher wussten, sie ging in keine Scheiß-Polizeistation. Möglich aber auch, dass sie das von mir übernommen hatte. Dabei kam ich eigentlich mit den Polizisten ganz gut aus. In jenen Tagen gab es noch diesen komischen Begriff, die Polizei, dein Freund und Helfer. Übrigens, das gilt eigentlich heute auch noch. Die Jungs halfen manchmal wirklich, auch wenn sie einen bei irgendwelchen nicht ganz sauberen Dingen erwischten. Zur Polizei also konnten wir mit Anna nicht gehen. Außerdem wollten wir sie behalten. Innerhalb weniger Tage hatte sie die Macht an sich gerissen. Die Kinder auf der Straße balgten sich um ihre Gunst. Beim Hinkepinke, beim Murmelspiel wollte nur jeder mit ihr spielen. Was sie vom Kreiseln, Laufen, Salzspringen nicht wusste, war auch für niemanden anderen wissenswert. Unsere Straße, 20 Häuser lang, war eine Art vereinte Nationen. Außer Grün und Blau waren alle Hauptfarben vertreten. Es war eine interessante Straße. Niemand hatte Geld. Und ich kann mich nicht erinnern, dass eine Haustür zur Tages- oder Nachtzeit je abgeschlossen wurde. Eine gute Straße zum Leben. Die Leute waren freundlich, aber einige Wochen nachdem Anna von dieser Straße Besitz ergriffen hatte, ja, so konnte man es wohl nennen, nach einigen Wochen also waren die Leute nicht nur freundlich, sondern sie strahlten geradezu. Sogar die eigensinnige Bossi schmolz dahin. Bossi war ein kriegerisches Katzenvieh mit spitzen Ohren, das alle menschlichen Subjekte für Vollidioten hielt. Aber unter Annas Einfluss wurde Bossi sanft. Sie streunte nicht mehr rum und betrachtete Anna als gleichberechtigt. Ich konnte mir nach Bossi
die Lunge aus dem Hals schreien. Sie hätte nicht einmal die Ohren gespitzt. Aber Anna brauchte nur Bossi in die Luft zu flüstern. Und wie aus dem Boden gewachsen, erschien sie geisterhaft in Sekundenschnelle. Sie war sonst eine 12 Pfund schwere Furie. Entdeckte sie ihr frisches Futter in dem Zeitungspapier eingewickelt auf dem äußeren Fensterbrett, so klaute sie es selbstverständlich nicht, sondern lauerte in einem Versteck, bis jemand kam, der unerlaubt die Hand nach dem Paket ausstreckte. Dann stürzte Bossi hervor und mit gesträubten Haaren und spitzen Krallen, um die Mahlzeit zu verteidigen und danach augenblicklich zu verschlingen. Meine blutig zerkratzten Arme sind der beste Beweis dafür. Anna zähmte die Katze an einem Tag. Mit erhobenem Zeigefinger ließ sie eine Epistel über das Laster der Gefräßigkeit und die Tugend der Geduld los. Schließlich fraß Bossi ihr Fleisch manierlich in 5 Minuten statt in den sonst üblichen 30 Sekunden. Sie ließ sich sogar von Anna füttern. Annas Haut hatte nicht den kleinsten Kratzer. Patch, der Hund, saß stundenlang zu ihren Füßen und heulte immer neue Melodien, zu denen er in Takt mit dem Schwanz auf den Boden klopfte. Anna war eine Zauberin, aber niemand verzauberte sie so gründlich wie mich. Fragte mich meine Mutter früher, wann ich heimkäme, so grunzte ich ein unbestimmtes irgendwann vor Mitternacht. Jetzt war das anders. Ging ich morgens zur Arbeit, begleitete mich Anna bis zur Straßenecke und drückte mir einen nassen Kuss ins Gesicht. Darauf schaute sie mich an und sagte, bis um 6. Noch vor kurzer Zeit gab es an meinem Heimweg eine Menge Pinten und Kneipen, in denen ich ein Bier schüttete und häufig Freunde traf. Jetzt sah ich diese nicht mehr. Ich ging einfach nach Hause. Bog ich um die letzte Ecke, so wartete sie dort. Ob Regen, Schnee, Sonnenschein oder Sturm, Anna war da, um mich abzuholen. Ihre roten Haare leuchteten um die Wette mit einer giftgrünen Haarschleife. Manchmal kam sie langsam, ernst, auf mich zu und berührte nur leicht meine Hand zum Gruß. Manchmal raste sie wie ein Schnellzug auf mich los und warf sich in meine geöffneten Arme. Hand in Hand gingen wir und schwiegen. Oder es waren da die vielen Warum, Weshalb, Wieso-Fragen. Wie viele Probleme gab es? Nur die Sache mit Mr. Gott war kein Problem. Das hatte Anna längst gelöst. Hässlichkeit war dazu geschaffen, dass man sie in Schönheit verwandelte. Traurige Leute gehörten glücklich gemacht. Und bei all dem hatte man Mr. Gott als verlässlichen Partner. Seine Aufgabe war es, überall mitzumachen. Die Bibel beispielsweise brachte man dazu überhaupt nicht. Die Botschaft war einfach und jeder Halbidiot konnte den Inhalt der Bibel bestenfalls in 30 Minuten kapieren. Religion war dazu da, dass man etwas tat und nicht, um darüber zu lesen, was man tun könnte. Die Bibel war höchstens was für Kleinkinder in der ersten Klasse. Anna war über dieses infantile Stadium längst hinaus. Unseren Pfarrer fragte sie einmal, glaubst du an Gott, Anna? Ja. Weißt du, was Gott bedeutet? Ja. Was bedeutet er also? Fragte der Pfarrer. Na eben, dass er Mr. Gott ist. Gehst du in die Kirche? Nein. Warum nicht? Weil ich schon alles weiß. Und was weißt du alles? Fragte erstaunt der Pfarrer. Ich weiß, dass ich Mr. Gott lieb habe und Leute und Katzen und Hunde und Spinnen und Blumen und Bäume und überhaupt alles. Ich allein mit meiner ganzen Figur. Carol grinste, Stan schnitt eine Fratze und ich zündete mir rasch eine Zigarette an, wobei ich mich furchtbar am Rauch verschluckte und grässlich husten müsste. O heiliger Kindermund, der imstande ist, alles in einen einzigen Satz zusammenzufassen. Und Gott sprach, liebe deinen Nächsten wie dich selbst und das möglichst mit deiner ganzen Figur. Die ganze Institution, genannt Kirche, war für Anna eine suspekte Sache. Gab es da tatsächlich Erwachsene, die in diesen Kindergarten gingen? So ging ihr die Beterei im Kollektiv gegen den Strich. Sie hatte ihren eigenen, höchst privaten Gesprächsabend mit Mr. Gott. Dafür aber eine Kirche aufzusuchen, das war in hohem Maß lächerlich. War Mr. Gott nicht überall zu finden? So gab es ihn überhaupt nicht. Also waren diese turmbewehrten Häuser in jedem Fall überflüssig. Das war so einfach wie logisch. Gut, wenn man so ein kleines Kind war,
so etwa von 4 Jahren. Dann ging man einmal hin und bekam die heilige Botschaft erzählt. Und dann wusste man sie eben und richtete sich danach. Leute, die später noch weiter in die Kirche rannten, waren zu dumm oder sie taten das aus Angeberei. Kapitel 5. Anna sammelt Wörter. Abends las ich Anna aus meinen Büchern vor. Sie hatte beschlossen, mit mir zu leben, also hatte ich ihr laut vorzulesen, damit sie an meinem Leben teilnehmen konnte. Was mich interessierte, interessierte auch sie. Nach einem Jahr hatte sie 3 Lieblingsbücher. Eines war ein Fotobuch ohne jeden Text, dafür mit einer Unzahl Mikroskopaufnahmen von Schneeflocken und Eiskristallen. Das zweite war die Lehre von der vollkommenen Harmonie. Und als drittes wählte sie Mannings Geometrie der 4 Dimensionen. Jedes dieser Bücher machte ihr gewaltigen Eindruck. Sie verschlang solche für ein Kind verrückten Dinge und produzierte aus dieser Mischung eine eigene Philosophie. Am liebsten mochte sie jenes Kapitel aus der Harmonie, das sich mit der Deutung der Dinge beschäftigt. Ich las vor und sie hörte zu und bedachte das jedes neue Wort und seine Bedeutung. Dann entschied sie, ob der Autor recht hatte. Meistens schüttelte sie enttäuscht den Kopf. Die Erklärung schien ihr nicht gut genug. Manchmal stimmte es. Wort, Name, Bedeutung, alles passte zusammen und sie strampelte aufgeregt herum. Schreib das für mich auf, rief sie. Und ich schrieb das Wort in großen Buchstaben auf ein Stück Papier. Sie starrte das Wort mehrere Minuten lang an, um es nie mehr zu vergessen. Dann verschwand der Zettel in einer ihrer vielen Schachteln. Jetzt das nächste bitte, verlangte sie. Für manche Worte brauchte sie 15 und mehr Minuten, um zu entscheiden, war das Wort wert, aufgehoben zu werden oder nicht. Sie traf ihre Entscheidung in völliger Stille. Bewegte ich mich auch nur ein wenig, hob sie unwillig den Kopf und legte mir ihren Zeigefinger auf den Mund. Still, still. So wartete ich geduldig. Wir brauchten 4 Monate für den ganzen Abschnitt. Und es gab Augenblicke hoher Erregung oder tiefer Enttäuschung, die ich damals nicht verstand. Erst viel später kam ich dem Geheimnis ein wenig näher. Seit unserer ersten Begegnung hieß der liebe Gott also Mr. Gott. Den Heiligen Geist hatte sie Ferhak getauft. Nur sie allein wusste weshalb. Jesus war einfach Mr. Gottes kleiner Junge. Eines Abends waren wir bis zum Buchstaben J gekommen. Da stand der Name. Ich las Jesus. Aber ich hatte das Wort kaum ausgesprochen, da sagte sie, nein. Dann kam eine abwehrende Handbewegung. Und das Nächste. Wer war ich, da zu argumentieren? Das nächste Wort war das hebräische Jeter. Sie ließ mich den Namen 3-mal sagen, dann sah sie mich an und verlangte die Erklärung. So las ich für sie. Jeter, er, der Auserwählte oder der Immerwährende, er, der Forscher und Sucher, er, der Weg oder die Linie. Das Ergebnis war verblüffend. Mit einem Satz sprang sie von meinem Schoß, drehte sich zu mir um und starrte mich an, die feuchte Gewalt. Sie zitterte vor Erregung. Einen Augenblick lang dachte ich, sie sei krank. Aber das war es nicht. Was da geschah, ging tiefer als irgendeine Erklärung, tiefer als irgendjemand erfassen mochte. Sie strahlte, sie war voller Freude. Es ist wahr, ich weiß es, das stimmt, es ist wahr, ich weiß es, rief sie. Und dann rannte sie in den Garten hinaus. Ich wollte hinterher, aber Mutter hielt mich zurück. Lass sie, sagte sie. Sie ist glücklich, sie hat etwas Besonderes. Sie hat das Gesicht. Erst nach einer halben Stunde kam Anna zurück und kletterte wortlos auf meinen Schoß. Dann lächelte sie mich an mit diesem besonderen Lächeln und sagte, schreib das für mich auf, mit ganz großen Buchstaben. Darauf lehnte sie ihren Kopf an meine Schulter und schlief sofort ein. Sie erwachte nicht einmal, als ich sie zu Bett brachte. Es dauerte Monate, bis ich nicht mehr befürchtete, sie habe vielleicht Epilepsie. Kapitel 6. Die Erforschung des Blub-Blubs. Meine Mutter sagte immer, meine zukünftige Frau täte ihr jetzt schon leid. Denn die müsste mit 3 Geliebten aufnehmen. Mit Mathematik, Physik und elektrischen Basteleien.
Sie behauptete, ich würde lieber ein Bügeleisen auseinandernehmen als essen oder schlafen. Ich kaufte mir keine Armbanduhr, keinen Füllfederhalter und sehr selten neue Hosen, aber ich hatte immer meinen Rechenschieber dabei. Dieses Ding faszinierte Anna und augenblicklich musste sie auch so etwas haben. Sie lernte Quadratwurzeln zu ziehen, bevor sie 5 und 5 zusammenzählen konnte. Mit dem linken Daumen schiebt man an dem Ding herum und schon schreibt die rechte Hand die Ergebnisse. Es war ein Vergnügen, Anna arbeiten zu sehen. Na, geht's voran? Fragte ich. Sie wandte mir ihr ernstes Gesicht zu und gleich darauf kam dieses Lächeln, das die absolute Freude verkündete. Abends spielten wir beide Klavier. Ich konnte ein paar einfache Stücke, ein bisschen Mozart, ein bisschen Chopin, Sachen wie Anitras Tanz. Außer dem Klavier gab es natürlich noch meine elektrischen Spielereien. Einen Verstärker und das magische Auge, das die verschiedenen Tonhöhen in tanzendes grünes Licht verwandelte. Ein Zauberding, von dem sich Anna schwer trennte. Da saßen wir stundenlang und schlugen einzelne Töne an und das magische Auge machte daraus die Farbe grün. Und erst das Mikrofon. Was für Töne entdeckten wir, Anna und ich? Eine Raupe, die an einem Blatt fraß, klang wie ein hungriger Löwe. Die Fliege im Marmeladenglas dröhnte wie ein Düsenjet. Riss man ein Streichholz an? Das Mikrofon machte daraus eine tobende Explosion. 1000 neue Töne gab es plötzlich. Anna hatte eine unbekannte Welt gefunden, die es weiter und weiter zu entdecken galt. Wie viel ihr diese neue Welt wirklich bedeutete, ahnte ich nicht. Mir genügte ihre Freude und Begeisterung. Es dauerte nur kurze Zeit, bis ich bemerkte, dass so abstrakte Dinge wie Frequenzen oder Wellenlängen für Anna durchaus nicht abstrakt waren. Sie verstand, was sie hörte und sah, und sie wusste, warum es so und nicht anders sein musste. An einem Sommernachmittag spielte sie mit den anderen Kindern auf der Straße, als eine dicke Hummel sich zu ihnen verirrte. Eines der Kinder fragte, wie oft bewegt wohl die Flügel in dem einer Minute? Millionen Mal, sagte ein anderes. Anna kam ins Haus hereingerast und summte einen tiefen Brummton. Mit ein paar schnellen Versuchen am Klavier hatte sie die richtige Tonlage gefunden. Ihren Brummton, der das Gesumm der Hummel war. Sie sagte, kann ich mal schnell deinen Schieber haben? Nach ein paar Sekunden schrie sie den anderen zu. Die Hummel bewegt die Flügel so und so viele Mal in der Sekunde. Niemand glaubte es. Es war ein wenig verrückt, aber es stimmte fast genau. Von da an wurde jedes Geräusch gesammelt und untersucht. Das Mittagessen begann mit der Frage, weißt du, wie oft die Mücke die Flügel in einer Sekunde bewegt? Das Ganze führte uns unweigerlich zur Musik. Jede Note wurde überprüft, jeder Ton untersucht. Anna dachte sich einige eigene Melodien aus. Sie spielte mit den Tönen. Sie sang und tanzte durch das Haus. Ihre Kompositionen hießen Finny Finn, Lach mal und Mr. Gott tanzt. Ich glaube, Annas einziges Problem war, dass die Stunden zu schnell vorbeirasten. Es gab so viel Arbeit. Jede Minute brachte für sie neue aufregende Dinge. Am meisten liebte sie das Mikroskop. Es machte die winzige Welt groß. Eine Welt von verwirrenden Formen und Farben. Eine Welt voll mit Wesen, die normalerweise unsichtbar waren. Sogar der Dreck war ein erstaunliches Wunder. Vor dieser Entdeckungsreise in die Abenteuerwelt der Winzlinge war Mr. Gott Annas Freund und Kamerad gewesen. Aber das hier ging ein bisschen zu weit. Hatte Mr. Gott die Stirn gehabt, all diese Merkwürdigkeiten höchstpersönlich zu schaffen, so war er offenbar doch noch größer, als Anna bisher angenommen hatte. Man musste darüber nachdenken. In den nächsten Wochen wurde sie stiller und stiller. Sicher, sie spielte weiter mit den anderen Kindern, aber es gab da eine sichtbare Veränderung. Sie war in sich gekehrt, kletterte auf einen Baum und saß da oben stundenlang allein. Nur Bossi, die Katze, durfte neben ihr sitzen. Wohin immer Anna schaute, es gab immer mehr Dinge. Sie ging herum, strich vorsichtig über die Gegenstände, als habe sie den Schlüssel zu einem Geheimnis verloren. Sie redete kaum noch und beantwortete jede Frage nur mit dem kürzesten Satz, der ihr einfiel. Schließlich war sie offenbar mit ihren Gedanken ins Reine gekommen. »Kann ich mal heute in dein Bett kommen?«, fragte sie. Ich nickte. »Jetzt sofort?« Sie nahm mich bei der Hand und zerrte mich zur Tür. Ich habe das noch nicht erklärt.
gab es Probleme in Annas Leben, die nicht leicht zu lösen waren, so gab es nur ein Rezept. Ausziehen, ins Bett gehen, nachdenken. So legten wir uns ins Bett. Die Straßenlaterne erleuchtete das Zimmer mit einem Dämmerschein. Sie legte den Kopf in beide Hände. Beide Ellenbogen bohrten Löcher in meine Brust. Ich wartete. 10 Minuten verstrichen, bis sie ihre Gedanken geordnet hatte. Dann ging es los. Mr. Gott hat ganz bestimmt alles selber gemacht? Sollte ich sagen, ich weiß es nicht? Ich sagte, ja. Auch Scheiße und Sterne und Tiere und Leute und Bäume, auch die Blub-Blubs. Blub-Blubs waren die komischen Winzlinge, die sie unter dem Mikroskop gesehen hatte. Ich sagte, er hat bestimmt alles gemacht. Sie nickte. Glaubst du, dass Mr. Gott uns wirklich lieb hat? Klar, sagte ich, er hat überhaupt alles lieb. Warum gehen dann Sachen kaputt oder tot? Keine Ahnung, sagte ich. Gibt einen Haufen Sachen, die wir nicht wissen. Na schön, sagte sie. Wenn wir aber so viele Sachen nicht wissen, warum wissen wir denn, dass Mr. Gott uns lieb hat? Das konnte ja heiter werden. Aber Anna war in Eile. Gott sei Dank verlangte sie nicht sofort eine Antwort. Sie fuhr fort. Also, die Blub-Blubs habe ich ganz furchtbar lieb. Ich könnte platzen, so lieb habe ich sie. Aber die Blub-Blubs wissen das kein bisschen, dass ich sie so lieb habe, nicht? Ich bin Millionen und Millionen mal größer als die Blub-Blubs und Mr. Gott ist Millionen mal größer als ich. Warum weiß ich, was er macht? Warum wissen die Blub-Blubs nicht, was ich mache? Sie schwieg einen Moment. Nachdenklich. Später schien es mir, als habe sie in diesem Augenblick ihre Kindheit verloren, aber das war nur ein sentimentaler Gedanke. Anna sagte, Finn, Mr. Gott hat uns nicht lieb. Sie zögerte. Bestimmt nicht, verstehst du? Bloß Leute können lieb haben. Ich habe Bossi lieb, aber Bossi hat mich nicht lieb. Ich liebe die Blub-Blubs, aber sie mich nicht. Ich habe dich lieb, Finn, und du hast mich lieb. Ich legte den Arm um sie. Sie sagte, du hast mich lieb, weil du Finn bist, so wie ich Anna. Und ich liebe Mr. Gott, aber er mich nicht. Das war ein Tiefschlag. Verdammter Mist, dachte ich. Warum musste das passieren? Jetzt hatte sie ihr Vertrauen, ihre Sicherheit verloren. Aber ich täuschte mich. Hier war nichts verloren. Anna wanderte sicher wie eine Nachtwandlerin auf gefährlichem Weg. Sie sagte, er hat mich nicht so lieb wie du. Es ist bloß anders. Nämlich Millionen mal größer. Offenbar hatte ich mich bewegt. Sie reckte sich, setzte sich auf die Fersen, hockte da und kicherte. Schließlich kroch sie näher zu mir. Wusste sie von jenem winzigen Schmerz, der mich angerührt hatte. Mit der Sicherheit eines Chirurgen schnitt sie in die Wunde, die ein nutzloser Funke Eifersucht gebrannt hatte. Sie sagte, Finn, du hast mich lieber als irgendwer sonst und ich habe dich auch lieber als irgendwer sonst. Aber mit Mr. Gott ist das anders. Siehst du, Finn, die Leute lieben von außen rein und sie können von außen küssen. Aber Mr. Gott liebt dich innen drin und kann dich von innen küssen. Darum ist es anders. Mr. Gott ist nicht wie wir. Wir sind bloß ein bisschen wie er, aber nicht sehr viel. Anna hatte Blei in Gold verwandelt. Alle weisen Definitionen des Gottesbegriffes waren bei ihr überflüssig. Gnade, Liebe, Gerechtigkeit dienten als schwache Stützen zur Beschreibung des Unbeschreibbaren. Anna brauchte solche Stützen nicht. Siehst du, Finn, Mr. Gott ist auch anders, weil er Sachen zu Ende machen kann. Und wir können das nicht. Ich kann überhaupt nie aufhören, dass ich dich lieb habe. Ich bin schon Millionen Jahre tot, bevor ich damit aufhören kann. Aber Mr. Gott kann nicht einfach aufhören, wenn er will, verstehst du? Und darum ist es anders. Eine ziemliche Salve, die sie da auf mich abgeschossen hatte. All das musste man doch bedenken. Aber Anna ersparte mir nichts. Sie gab mir keine Zeit. Ihre Artillerie feuerte weiter. Finn, warum machen Leute Krieg und Totschießen und solche Sachen? Ich stöhnte, stotterte herum. Es war ein bisschen viel auf einmal. Finn, wie heißt das, wenn ich sagen will, ich denke das anders als du?
Ein paar Minuten probierten wir herum, dann fanden wir das Wort, das ich suchte. Standpunkt. Finn, das ist der Unterschied. Alle Leute haben verschiedene Standpunkte, aber Mr. Gott nicht. Mr. Gott steht auf allen Punkten. In diesem Moment hatte ich nur einen Wunsch. Weg von ihr, weg von ihr. Ein langer Spaziergang wäre jetzt gut. Ich wollte dieses Kind. Was wollte dieses Kind? Was hatte Anna getan? Gott konnte die Dinge zu Ende bringen, aber ich nicht. Na gut. Doch was bedeutete all das? Es erschien, als hätte sie einfach die Idee, Gott aus ihrer Begrenzung gezerrt. Sein Reich war die Ewigkeit und Anna verstand alles. Menschen hatten eine begrenzte Anzahl von Standpunkten. Gott aber stand auf all diesen Punkten und jeder dieser Punkte war deshalb ebenso richtig wie jeder andere. Ob sie das meinte? Ich fragte sie und sie nickte befriedigt. Dann brach sie in ihr großes Gelächter aus. Edge, jetzt weißt du es, Edge, lachte sie. Aber es gibt noch einen Unterschied. Mr. Gott kennt alle Sachen und Leute auch von innen. Und wir kennen sie bloß von außen. Und darum können wir nicht von außen über Mr. Gott reden. Das ist nicht richtig. Noch eine Viertelstunde lang redete sie weiter. Noch mehr Argumente, noch mehr Erklärungen. Dann drückte sie mir einen Kuss auf die Nase und sagte, ist es nicht fabelhaft? Weißt du noch das Buch über die vier Dimensionen? Ja, warum? Edge, jetzt weiß ich, wo die vierte Dimension ist. Sie ist direkt in mir drin. Jetzt langt es aber. Ich glaubte all meine Autorität zusammen und drohte. Schluss jetzt, es ist spät. Geh zu Bett. Wenn du nicht augenblicklich schläfst, versohle ich dir den Hintern. Sie quietschte los und sah mich an und grinste. Dann legte sie sich bequem in meinen Arm. Sowas tust du überhaupt nie, sagte sie schläfrig. Das waren drei Kapitel von Mr. Gott und Anna. Und nächste Woche geht's weiter mit Anna. Macht's gut. Tschüss.